Hallöchen, huhu. Hallo. Jüppi Püppi. No? No? Wie war denn das? Ja, wie war das denn? Wie war es denn überhaupt? Guck mal. So. Z. Ui, blaue Leuchtung. Blaues Licht macht glücklich. Oder? Ach, ich muss jetzt zu den Leuten hinlaufen. Genau. Und dann? Mahlzeit, mein Ticket? So, es schneit. Bei mir auch. Mit der Oma im Rock habe ich schon. Ich müsste noch ein Ja, Ticket das ist natürlich einkaufen. wichtig, ne? Ja, ne? Ja, die Oma, die hat den Krieg nur miterlebt, die sind da Ja, abgehärtet. das glaube ich auch ganz oft. Sehr freundlich. Servus, das Ticket, bitteschön. Auf geht's. Hallo, hier ist mein Ticket. Danke. Grüezi, bitte sehr. Dankeschön. Oh, die Oma hat einen Mahlzeit, Zwilling. ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Eine Zwillingsoma? Ja, die sah genauso aus wie die andere Oma. Ist es denn wahr? Danke sehr. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Kann ich Vielen eigentlich Dank. irgendwie hier. Mahlzeit, bitte sehr. Sag doch mal, Mann. Hüppi. Was denn? Grüezi, hier, mein Ticket. Außenlichter. Danke. Ich Hallo, weiß gar hier, nichts mein Ticket. mehr. Danke Schau. sehr. Nö, das ist glaube ich Mahlzeit, falsch. hier, mein Ticket. Sorry, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Was? So, jetzt haben wir jetzt mal Ciao. Licht angemacht hier. Damit man was sieht. Bin noch bei Fahrgastkontrolle. So weit bin ich noch nicht mal. Ich bin irgendwie wieder vom Depot losgefahren oder so, glaube ich. Nee, so geht das nicht. Das gefällt dem Prezi nicht. Innlicher. So. Jetzt geht das nicht mehr aus. Jetzt. Ah, jetzt. Ist aber ganz schön dunkel. Warum ist denn das so dunkel? Weiß ich nicht. Fahrerlampe. Ui. Ich habe die Fahrerlampe gefunden. Ich bin über Rot gefahren. Ja. Mit Controller funktioniert hier gar nichts. Und so habe ich den Mist eingestellt. Na, dann stellen wieder zurück. Hier warten Scheibenwischer. P. Vor allem, ich habe irgendwas eingestellt. Jetzt verschiebt sich mit der Lenkbewegung auch die komplette Ansicht. Obwohl, das finde ich gar nicht mal schlecht so.
Das Ding heißt doch auch Scheibenwischer, oder hat das hier einen anderen Namen? Mhm. Normal nicht. Ach ja, Scheiben. Ach, F4 und F3 war's. Richtig. So, na ihr Kackbratzen, wollt ihr alle mitfahren? Oh, jetzt muss ich noch in die Kälte raus. War nicht so schön, ne? Wir danken für eure Aufmerksamkeit. So, Dresden. Ja, extra. Ja. Ist das ein Blinker? Blinker ich jetzt? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht sehen. Ist das ein Blinker? Ne, bist nicht richtig. Moin. Ach, ich bin gerade ganz enttäuscht. Ich fahre ja im Müll zusammen. Ich bin voll enttäuscht gerade. Warum? Ja, jetzt bin ich schon mal hier im Osten und nirgendwo steht eine Pippi rum. Ah, ich habe einen Blinker gefunden. Ist der Navi kaputt? Jetzt nicht mit. Du darfst auch noch mit. Geh in den Bus. Achso, na hier. Gepäck zumachen. Also Blinker ist Y und X. So. Blinke ich denn jetzt nicht? Hat doch gerade eben geklappt. Verstehe ich nicht. Weil du vielleicht eine Doppelzuweisung hast. Kann das sein? Also, dass du Ich hab ja gerade eben geplinkert und jetzt nehme ich dieselbe Taste nochmal und er plinkert auf einmal nicht. Hm. Wie sagst du es immer so schön? Es muss wohl ein Käfer sein. Auf meine Scheibenwischer gehen nicht mehr. War aufstehen. Ja, nachdem ich aber aufgestanden bin, funktionieren meine Scheibenwischer wieder. Na siehste. Ach, ich fahre einfach mal rot. Was soll das denn? Blinker ich eben nicht. Soll man immer sagen, ich will nicht, ne? Ja, genau. Kann der Scheibenwischer auch schneller Scheibenwischer? Mhm. Ne, nicht bei mir. Der wischt, glaube ich, wie er lustig ist. Momentan gar nicht. Man kann ja nicht alles haben. Guck mal, du hast schon deine Geschwindigkeitsbegrenzung Anzeige bekommen. Ne? Ja, also. Ne? Das finde ich auch gut. Und wie weit ich bis nach Halle brauche. Und wann die Ankunft ist und wie spät es ist. Also das virtuelle Navi haben sie schon mal geil geregelt, ja. Naja. Aber zumindest besser als vorher. Aber so, ich meine, ich hätte gerne meine Scheibenwischer. Ich sehe nichts. Ja, komm mit dem nächsten Patch, dafür gehen die Türen dann nicht mehr. Ja. Ja, was quietsche ich so hier? Ist ja schlimm. Also, wenn ich aufstehe und mich dann wieder hinsetze, dann funktionieren sie einmal. Und das war's. Ja. Also muss ich während der Fahrt ganz oft
Am besten, ich bleib gleich stehen während der Fahrt. Ja. Machst du ein bisschen Gymnastik? Ja. Kniebeugen. Genau, Dehnübungen. Warum stehen wir hier? Hier bewegt sich auch nichts. Oh, bei mir schneit sogar im Bus. Im Bus? Ja. Cool. Durch die Scheibe durch. Habe ich überhaupt eine Scheibe? Dann ist es kein Wunder, wenn ich gar keinen Scheibenwischer brauche. Warum stehen wir denn hier so lange? Erst ist die Ampel rot und dann geht das rote Zeichen weg. Muss wohl ein Käfer sein. Ist ein Dauer. Ah, jetzt ist es grün. Verstehe ich nicht. Es ist grün, aber keiner fährt. Und die haben wahrscheinlich alle ein bisschen Angst vor dem Schnee. Vor diesem riesen Schneechaos. Ich kenne Taxifahrer. Ich fahr zu langsam. Ich fahr gerade auf dem Bürgersteig. Das, was mich hier gerade am meisten stört, ist, dass wenn ich nach rechts oder nach links mich drehe, also den Bus, bewegt sich mein Oberkörper mit. Mhm, bei mir auch. Mag ich gar nicht. Alles verschüttet. Auch mir gefällt's. Nee. Oh, oh, oh. Weil wenn ich zum Beispiel rückwärts fahre, möchte ich auch mal nicht nur in die eine Richtung schauen, sondern auch mal in die andere Richtung. Und das lässt es nicht so gerne zu. Wie soll ich denn hier fahren, wenn ich fast nichts sehe ohne Scheibenwischer? Mann, oh! Bibi ist hier nur am Nörgeln, aber zu Recht. Halt die Schnauze! Redest du so mit mir? Nein, nein. Bin ich lebensmüde? Ich habe mich gerade gewundert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Für was denn? Na, hier so alles, was ich hier mache. Aber es interessiert auch keinen. Du kannst den Kopf direkt in die Karre fahren, interessiert die überhaupt nicht. Mensch, Pippi, da ist uns aber echt ein doofes Spiel ausgesucht. Ach so, doof ist es eigentlich gar nicht. Es müsste halt nur einwandfrei funktionieren. Ist nicht so ausgeprägt. Kann das sein? Ja, müsste, ne? Hätte. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gekriegt. So ungefähr. Wo muss ich denn hier reinfahren? Hier, ne? Wie weit hast du es noch? 113 Kilometer. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? 100 habe ich noch. Das heißt, du kommst wieder vor mir an. Pff,
Vielleicht baue ich ja einen Unfall nach dem anderen. Weil, ey, ich was sehe, ist es schon fast zu spät. Geil, noch mit entgegen, wie heißt denn das? Mir scheint die Sonne ins Gesicht. Gegenlicht? Ja, genau. Geil, mit entgegen. Es wurde nicht eingefallen. Das ist aber schlecht für eine Fotografin. Danke. Ich fotografiere ja nicht, ich bin ja keine Fotografin. Nee? Nee, da muss ich dich enttäuschen. Okay. Ich dachte, du wärst cool. Nee. Ich bin nicht cool. Ab morgen habe ich sturmfrei. Mein Mitbewohner ist nicht da. Bis Freitag. Ja. Ja, dann pfeift dir morgen mal einen schönen Horrorfilm rein. Bist du denn wahnsinnig? Bist du denn wahnsinnig? Warum denn nicht? Nee. Und am Mittwoch noch einen? Nee. Horrorfilme guckt sich die Püppi nur alleine am Tage an. Mitten am Tag. 12 Uhr. Ja. Bei hellem Sonnenschein. Ja, aber es wird dann trotzdem irgendwann abends dunkel. Das ist egal. Bis dahin habe ich es verarbeitet. Ach so. Wobei ich muss sagen, ich hatte letztens, das war so 17 Uhr rum gewesen, Angst zu Hause gehabt. Da hat es bei mir an der Tür geklingelt. Samstags war das. Ich habe Besuch erwartet. Und es waren die Zeugen Jehovas. Und ich gehe halt so an die Fernsprecheinrichtungsanlage ran. Und da meinte das Persönchen zu mir, können Sie bitte die Tür aufmachen? Und dann das ist kein Elchtest. Und dann habe ich noch gelacht, weil ich dachte, das ist mein Besuch, der die Stimme verstellt und mit Absicht so redet. Dann habe ich natürlich die Tür aufgemacht. Und habe gewartet, dass mein Besuch dann irgendwann vor meiner Haustür steht. Nach 5 Minuten kam da keiner an meiner Haustür und hat geklopft, geklingelt oder was auch immer. Ach nee, Quatsch. Nach wenigen Minuten hat es nochmal geklingelt. Und ich war gerade am Wäscheaufhängen gewesen und da habe ich einen Mitbewohner reingeschickt. Und dann hat er einfach wortlos oder kommentarlos wieder den Kopfhörer eingehangen. Und da gucke ich ihn total verwirrt an. Ich so, was ist denn los? Und da meinte er so, da hat nur einer reingeschrien. Da hat keiner mit mir geredet. Ich so, wie, da schreit einer rein? Da hat jemand einfach nur geschrien. Und dann haben wir halt oben die Haustür aufgemacht, weil ich immer noch dachte, das wäre ein Scherz gewesen. Und da lief aber auch keiner die Treppe hinauf. Und das hört man normalerweise bei uns schon ab der dritten Etage, dass jemand die Treppe hochläuft. Und da war nichts. Und das fand ich ganz schön creepy dann, muss ich sagen. Weil man damit rechnet, dass jemand mit so einer krächzenden Stimme erst dich verarschen will und dann man feststellt, das ist gar nicht so. Wir haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch gesehen. Oh ja, ein paar Halbstarke, die sie einen kleinen Witz erlaubt haben. Nee, das klang nicht nach Kind. Das klang schon nach einer erwachsenen Person. Also so um die 35 bis 40. Das kriegt kein Kind hin. Und nicht so spooky. Naja, vielleicht ein Jugendlicher. Ich hatte trotzdem Angst. Na Quatsch, der Mitbewohner war doch da. Und der beschützt dich schon. Ist klar. Nicht? Nee, ich muss bei uns dem Helden spielen. Oh, Pippi, da ist eine Spinne. Mach sie tot. Ja, finde ich gut. Kannst du bei mir weitermachen. Letztens hatten wir... wir sind irgendwie komisch. Letztens hatten wir noch Raben bei uns im Bad. Ja. Das war total komisch. Oder eigentlich schon lustig. Mein Mitbewohner hat bei sich im Zimmer die Balkontür.
und die Balkontür war auf. Ist das hier so kurvig oder fährt er wie ein Bekloppter? Ja, ich fahre wie ein Bekloppter, das ist nicht komisch. Kurvig. Die Balkontür war auf, seine Tür war auf und im Bad die Tür war auf. Aber im Bad war das Fenster zu. Und warum auch immer, flog bei ihm ein Rabe in sein Zimmer rein, durch den Flur, in das Bad und flog jedes Mal gegen die Fensterscheibe, weil er es natürlich nicht kapiert hat, dass sie zu ist. Dann schrie er nur so. Raben ist doch nichts Schlimmes. Sie haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen. Oder? Standest du schon mal vor einem Raben? Von Weitem sehen die ganz schön klein aus. Wenn du aber aus 30 cm Entfernung vor dem stehst, ja, für so einem wilden Raben, Tier. Raben auf der Schulter und auf der, am Arm gehabt. Also ich fand das nicht schön. Und vor allem, der hat alles kaputt gemacht. Der hat die Gardinenstange runtergerissen. Der hat mein ganzes Kosmetik, vor allem mein Kosmetik, ja, schmeißt er runter, meine Glasflaschen und hast ja nicht gesehen. Aber das Zeug von meinem Mitbewohner, nö, das hat er ja. nicht eins hat er angerührt. Kam da rein und gesagt, aber jetzt stinkt das hier wie ein Puff weg. Ja, echt, ja. Ich hab gedacht, ich sehe nicht richtig, ey, das Bad sah aus. Und ich hab so Angst gehabt, dass er mich hackt, ey. Hast du denn mal mit ihm geschimpft? Dem Raben? Ja. Nein. Der ist dann aus Versehen hinter die Waschmaschine gefallen. Steckte halt fest. Der war schon völlig aus der Puste gewesen. Der hat gepumpt wie so ein Maikäfer. Der tat mir richtig leid schon. Ja, dann haben wir halt das Fenster in der Zeit schnell geöffnet. Und dann hat mein Mitbewohner die Waschmaschine halt ein Stück nach vorne gezogen, damit er halt wieder raus konnte. Dann flog er erstmal noch gegen das falsche Fenster, was noch zu war, und dann hat er endlich das richtige Fenster gefunden. Das arme Tier. Ja. Ja, bei uns erlebst du was, ja? Was? Was wolltest du sagen? Och, ich hab einen Popel in der Nase. Ah, okay. Das war. Na, besser mal aufheben für schwere Zeiten, ne? Ja, man denkt sich oft in manchen Situationen so, boah, jetzt einen Popel haben. Das geht dir das auch so, ja? Ja, ganz oft. es sind übrigens schon 22 Minuten rum. Ja, mecker nicht rum. Ich bin gleich da. Ich mecker doch gar nicht. Das ist sicher. Oh, ich wurde geblitzt. Auf was wartest du hier? Sie haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen, hm? Wie kann ich denn hier rückwärts fahren? Weiß ich nicht. Oh, ich bin da. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Nee, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Ich will jetzt hier vorbei. So. Ja. Ich habe den Popel aus meiner Nase entfernt. Schön. Jetzt klebt er am Lenkrad. Warum habe ich denn keine Punkte für WC-Freigabe bekommen? Ich habe es doch angemacht. Ach nee, das ist, weil es automatisch wahrscheinlich ist, ne? Bist du schon da? Ja. Du auch? Nein. Oh, okay. Aus meiner Nase kommt manchmal Blut. Meh.
Ich habe drinne eine Stelle in der Nase. Die reiße ich mir beim Nasenschnauben immer auf. Die habe ich seit ein oder zwei Tagen, weiß ich jetzt gar nicht. Also die Stelle tut so schon fürchterlich weh, wenn ich da schon von außen leicht drauf drücke, da könnte ich schon in die Luft gehen. Und immer wieder beim Nasenschnauben geht mir die Stelle auf. Das finde ich voll kacke. Voll kacke? Mhm. Ja, das kann's auch. So. So, so, so. Affengeil. Hast du es geschafft? Affengeil. Ne? Fertig. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.